Bewegung für den guten Zweck hieß es am 1. September in Mauthen. Über 140 Sportlerinnen und Sportler waren gekommen und haben die Veranstaltung mit ihrer Spende unterstützt. Wir haben heute bereits das fünfte Mal mittlerweile Bewegung für den guten Zweck. Dreimal haben wir Radeln für den guten Zweck gehabt, seit vorigen Jahr Bewegung, also Laufen, Wandern, Radfahren, E-Biken für den guten Zweck. Um was geht es heute? Es geht wieder um Menschen mit Beeinträchtigung oder vom Schicksal getroffene Menschen aus der Region. Und da sammeln wir freiwillige Spenden und dieses Geld kommt dann diesen Menschen zugute. Heute wieder für einen guten Zweck unterwegs. Ja, super, das fünfte Mal schon. Es wird eine Gaude mit den ganzen Leuten gemeinsam für gute Sachen zu radeln. Ich hoffe, dass wieder ein schönes Spendengeld zusammenkommt. Das schaut gut aus und das Wetter passt auch. Was will man mehr? Mountainbikes und E-Bikes, alles war vertreten. Bist du mit dem E-Bike unterwegs oder normal? Ich bin mit dem E-Bike unterwegs. Weil Radlfahren habe ich erst heuer wieder angefangen und mit normalen, das geht nicht mehr. Aber der sportliche Zweck ist ja gegeben damit ein bisschen. Es ist ja fast eine Verpflichtung, in der Funktion da dabei zu sein. Absolut, wenn schon bei uns was gemacht wird für einen guten Zweck und das für Einheimische zugutekommt, muss man dabei sein. Und ich hoffe auch von der OSK-Riege, es sind sicher einige mit den Kindern, mit dem Radl dabei, die halt mitfahren und mitgehen. Einige Teilnehmer haben sogar hunderte Kilometer Anreise in Kauf genommen, um bei dieser Veranstaltung dabei zu sein. Ihr kommt extra aus dem Osten angereist zu diesem Event. Jawohl. Wieso? Weil wir einfach da mit da wollen bei Radeln für den guten Zweck. Weil das, ich finde, das ist eine super Sache, was da gemacht wird. Ihr kennt ja den Wolfi schon von Cesenatico. Ja, so ist es, ja. Und dann hat es... Dreimal schon dabei gewesen. Super. Und dann hat sich das ergeben, dass ihr gesagt habt, so wollt ihr einmal mitmachen. Sicher, da. Wir sind da jetzt auch schon das dritte Mal. Also immer wieder dabei gerne. Ja. Ist schön? Super. Heute das erste Mal schönes Wetter. Du dürftest heute der weitest angereiste Teilnehmer sein. Von wo kommst du? Ich komme aus Essen, Deutschland. Ja, und bin da wirklich so knapp 1000 Kilometer hier angereist heute. Extra? Extra wegen dieser Veranstaltung. Mir geht es noch nächste Woche weiter nach Oberösterreich zum Radfahren, aber extra auch wegen hier dieser Veranstaltung. Ja, wer tut das erste Mal her dabei? Ja, sicher, ja, um zu versuchen. Schauen, was wir für einen guten Zweck mit dazu beitragen können. Ja, mit E-Bike bist du viel unterwegs. Ja, ich bin jetzt eigentlich jetzt die letzte Zeit mehr, ja, das passt schon so, ja. Die Spendenbox bei der Startnummernausgabe ist bereits gut gefüllt. Sabrina Zankl und Martina Hohenwarter haben bei der Anmeldung alle Hände voll zu tun. Wie läuft denn heute das, die freiwilligen Spenden? Ja, wunderbar, du siehst, der Kasten ist super gefüllt. Wir hoffen noch auf weitere Anmeldungen und auf weitere Spenden. Die Spendenbox ist ja auch nach der Veranstaltung noch eine Woche aktiv. Und ja, es ist für einen guten Zweck. Gott sei Dank haben wir ein Lonzium da, weil der Anruf ist groß. Wir sind durstig. Heute ist das erste Mal schönes Wetter, glaube ich, seit ich mich erinnern kann. Und ja, wir freuen uns. Und danke an die ganzen spendenfreudigen und sportlichen Leute. Sag ich ruhig. 140 ist der Hubert. So mancher erkundigt sich noch vor dem Spenden, wie viel man denn so gebe. Nach der Anmeldung und dem Spenden erfolgt die Taktikbesprechung. Was wollt ihr gemeinsam einfahren? Ja, wir drei mit Nummer 91, 92. Wir werden wahrscheinlich irgendwo so im Mittelfeld oder vielleicht sogar weiter vorn sein. Aber wir machen jetzt anständig Werbung für AlphaTech. Ja, wir fahren auf den Sprung auf den Turm. Ach so, ja. Oder? Ja, sie von der Hansel, nicht? So ausgemacht ist. Ja, ja. Ja. Ihr gehört ja schon 100 reingeschmissen. Sicher. Ist ja der Cousin, nicht? Was tut man nicht alles für einen Cousin? Er hat aber von der Banknote in den Kopf ausgeschnitten, gell? Ich wollte einen 100 dahinter haben, Burna haben sie geschaut. Dann hat sie gesagt, ich hätte Burile-Verbot, wenn ich das tue. Ja.
Ja. Das war natürlich sehr schlimm, gell? Ja, das war schlimm, ja. So, wie war das mit dem Onkel Werner? Der hat dann 10 reingeschmissen, wollte dann 100er zurück. Der Onkel Werner hat Budile-Verbot auf Lebzeiten, habe ich gesagt, wenn er das tut. Also er wollte echt, er hat gesagt, ein 100er tut er aus, einen 10er schmeißt er rein, dann hat er noch einen Gewinn für sich. Aber so kann man auch Geschäfte machen. Wie hat der Huber Hans getan? Der Huber Hans hat gefragt, was tun die anderen so? Ich sage, das musst du ja irgendwann einmal ab einem gewissen Alter musst du schon selber entscheiden, wie und was du spenden möchtest. Die finanziellen Spenden sind überwältigend. Die Wortspenden werden manchmal verweigert. Beim Event werden auch die neuesten Anschaffungen präsentiert. Der Daniel erklärt gerade sein neues Radl, oder? Nein, nicht neues Radl. Man muss optisch vortäuschen, weil die Gegner kriegen alle schon Angst, wenn ich da mit einem Murztrum-Gerät auftausche. Gell. Spätestens nach der zweiten Kurve, glaube ich, hat sich die Angst in Ernüchterung, wie soll ich sagen, jetzt fallen mir die Worte. Gell. Aber es kommt dann doch wieder auf die Muskelkraft drauf an und da schaue ich dann in der zweiten Kurve nicht mehr so gut aus. Willst du jetzt sagen, dass das beste Radl auch nichts nutzt? Du hast genau die richtigen Worte erfunden, da merkt man, du bist ein Profi. Aber am Anfang ist schon einmal gut. Also am Anfang fahren schon einmal 10 mindestens hinter dir, weil sie einschüchtert sind. Ja, genau. Natürlich. Sicher. Warum machst du mit? Ja, sowas muss man unterstützen, finde ich. Tolle Sache. Fahre ich sehr auch mitgefahren. Wohl, ist ganz nett. Nett aufgezogen. Herr Oberressel. Kaugummi außer, ja, soll es sein. Du bist da dabei bei dem Rennen. Gerne sogar. Warum? Gleiche Frage wie früher, im Rahmen der Unterstützung. Weil es einen Charity-Charakter hat. War vorher auch dabei. Und sofern es gesundheitlich noch geht, wohl kaum, das tue ich ausschneiden, sind wir immer wieder dabei. Wohl kaum. Sind wir wieder dabei. In 5 Minuten ist schon Start und ich noch nicht einmal meine Schuhe an. Dabei ist jetzt schon September. Aber das ist nicht so schlimm. Hast du nie eine Schuhe an? Nein, eh nicht. Aber im September ist ein R drin, da muss er wieder Schuhe anziehen. Aber ich bin ja wohl gut abgehärtet, weil mir ist nicht tragisch. Du musst erst im Dezember. Ich habe im Dezember die Skischuhe nachher, ja. Schönen Tag, zum Wohle. Aber er ist nicht der Einzige, der keine Schuhe trägt. Native. Rasiert waren die Füße schon mal, wo ist das Radl? Das Radl ist im Geschäft und der Herr Oberressel hat mir gerade eins zum Verkauf angeboten und wir sind in Verhandlungen gerade drin mit ihm. Im Rahmen der Charity, bitte nur eins holen dann. Im Rahmen der Charity, selbstverständlich. Mit dem Erlös der Veranstaltung werden ausgewählte Personen unterstützt. Wem kommt das Geld zugute? Wir haben den Noah Hofer aus Würmler, der hat das Down-Syndrom und den lassen wir einen Teil zukommen und dann schwerstbehinderten Osttiroler Kind. Das ist ein Kind aus Osttirol, 2,5 Jahre, der mit einem Gendefekt, das jetzt gerade Stammzellen gespendet gekriegt hat und die müssen erst einmal einwachsen. Das ist ein bisschen ein Problem und wir hoffen halt, dass das alles gut funktioniert und zur Heilung beitragen kann. Vielleicht können wir da mit ein bisschen was unterstützend zur Seite greifen und ja, schauen wir mal. Wolfgang Dabernik erklärt vor dem Start noch einmal den Ablauf. Liebe Radler, Wanderer, Läufer, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum 5. Radeln, Laufen, Wandern für den guten Zweck. Es freut uns, dass so viele Teilnehmer da heuer teilnehmen. Mit dem Start warten wir noch ein paar Minuten. Die Polizei kommt circa in 10 Minuten, die haben sich um eine Stunde vertan. Aber in circa 10 Minuten ist dann der Start. Fahrt bitte da am Anfang mehr rechts, damit die Autofahrer die Möglichkeit haben, auch zu überholen. Es zieht sich dann eh bald einmal in die Länge und pass auf und Straßenverkehrsordnung einhalten. Danke. Nachdem die Polizei die Straße gesperrt hatte, konnte der Start erfolgen. Thank you.
Keiner mehr. Hallo. Während sich die Mountainbiker so richtig anstrengen müssen, erzählen die E-Biker ganz lässig und locker nebenbei Witze. Zwei Fischer sitzen am Wörthersee und angeln, gell? Da sagt der eine, weißt du, schau da drüben, der Saufgott an, den retten wir, gell? Fahren sie um, ich ziehe den aus dem Wasser auf, fangen an mit der Mund-zu-Mund-Beatmung. Fahren wir, sagt der eine, boah, der riecht aber ganz schön aus dem Mund, gell? Da sagt der eine, das ist ja der Falsche, der hat doch die Schlittschuhe an. Ja, ihr seid als Wanderer heute mit dabei. Ja, ganz genau. Wir haben halt unseren Nachwuchs motiviert, dass wir für den guten Zweck wandern. Und die sind voll begeistert dabei. Das freut uns. Gaudi, oder? Es ist so schön. Es ist auch Gaudi. Und in den Jungen und in den Kleinen gefällt es. Ich werde mit meinem Radler in der Steilkombine raufgehen. Hast du gut? Was? Halt nichts. Wie sagst du, dass es bei mir regnet? Das ist geschissen. Ja. Hallo, Lena.
Und hast es geschafft? Ja, Gott sei Dank. Hey. Aber ich muss ja da Beistand leisten und so eine Zeitnehmung. Deswegen als Erster werden müssen, gell? Nein, Erster bin ich nicht wahr. Da waren einige schneller wie ich. Aber passt gut, sind wir zufrieden. Zeitnehmung, alles im Griff? Leider nicht, weil es Stromschwankungen gibt, müssen wir händisch rechnen. Aber wir werden das schon hinkriegen. Wie jedes Jahr. Ja. Schwierig genug. Was ist denn passiert? Gar nichts. Da oben haben sie ein Aggregat, das hat Stromschwankungen. Und dadurch ist die Zeitnehmung, die Alge ein bisschen anfällig. Und sobald der Strom weg ist, ist die Zeitnehmung auch weg. Und jetzt machen wir das in guter alter Manier mit der Hand. 118. Ich habe gehört, heute hat es eine Startverzögerung gegeben. Warum? Ja, also erstens einmal waren wir dankbar für das schöne Wetter, das wir heute haben. Wir haben so viele Anmeldungen gehabt. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig weiß, muss ich schauen, 140 Teilnehmer haben wir heuer. Ja, einmal das war die erste Verzögerung und die zweite Verzögerung war, hat das Auto leider die Zündung eingeschalten gelassen und dann ist genau beim Wegfahren hinter mir 140 Fahrer, ist das Auto nicht angesprungen. Und danke dem Gerd, dass er mir Starthilfe gegeben hat. Also das Rennen haben wir ordentlich gestartet, mit ein paar Minuten Verzögerung. Mit Starthilfe, ja. Die E-Biker haben sich leider nicht bereit erklärt, ein bisschen von seinem Strom abzugeben, muss man auch sagen. Nicht? Also die sind ein bisschen geier. Nicht? Das weiß ich nicht mehr aufgekommen, ja. Naja, und die dritte Verzögerung, bitte nicht vergessen, die Polizei hat mal eine Stunde falsch aufgeschrieben, wäre eine Stunde zu spät gekommen. Nicht? Aber danke, haben dann doch um 9:30 gestartet. Nicht? Sonst alles im Griff, wieder eine tolle Veranstaltung? Alles im Griff, super Veranstaltung und für einen guten Zweck. Sporteln für einen guten Zweck, Laufen, Radeln und Joggen, glaube ich, Laufen ums Jahr und Wandern. Und ja, ist eine super Veranstaltung, zum fünften Mal findet es heuer statt. Ich glaube, das hat das Potenzial, dass wir es die nächsten 5 Jahre wieder machen. Ja, super. Also ich kann nur sagen, jedes Jahr sind wir gern dabei. Immer wieder über 100 Teilnehmer. Das ist eine super Geschichte. Und wir können uns nur beim Radl Wolfi, beim Kurz Michi und beim Alpenverein dafür bedanken. Das ist ja für die Gemeinde eine schöne Veranstaltung. Ja, absolut. Hat sich wirklich zu einem Highlight entwickelt im Herbst. Und es werden jetzt ja mehr, auch mehr E-Bike-Fahrer. Es ist etwas schwer mitzuhalten, aber es geht. Das Besondere ist dabei sein, so wie der olympische Gedanke. Und einfach das Ganze unterstützen und die Bewegung machen. Bewegung darf man nie aufgeben. Ihr seid ja jedes Jahr dabei. Ja, Wahnsinn, echt eine super Veranstaltung da. Jetzt sind wir ja immer wieder gern dabei. Wahnsinn, ja, schön, dass so viele Leute auch verfinden. Für einen guten Zweck, total wichtig. Ja, passt, ja, ich hab's zuhören. Das ist schön, wir sind natürlich den ganzen Nachmittag noch da. Wichtig ist, dass er gerade ist. Wie jedes Jahr auch eine Abordnung der Mautner Musik dabei? Ja, sehr gerne. Jetzt Jahr sind wir da dabei mit 3-4 Leuten. Heute sind wir ein bisschen dezimiert, 2-3 sind auf Urlaub, aber ja, wie gesagt, gerne dabei immer. Bei der feinen Sache, für den guten Zweck. Immer Spaß. Immer Gaude, ja. Aber es geht ums Ankommen, nicht um die Zeit. Gell? Und jetzt ums Bier trinken, natürlich. Gehört auch dazu. Wie ist es gegangen beim Fahren? Eh gut. Wenn du ohne Akku fährst, dann kannst du auch ganz schön treten. Mit E-Bike. Nein, ist super gegangen. Tolle Veranstaltung. Hat mir gefallen. Aber bist du nicht ohne Akku gefahren?
Ja, da war ich jetzt noch nicht da. Und wie ist es dann gegangen? Ja, ganz gut. Zum letzten Mal ist es gleich gut gegangen. Letztes Mal war ich einmal bei den 21 Minuten oder 30 sowas und heute wieder gleich. Also das Alter spielt noch keine Rolle. Ein voller Erfolg, die Veranstaltung? Ja, ich glaube schon. Also es war ja heute Traumwetter, knapp 150 Teilnehmer. Perfekt, also was will man mehr? Du bist als Schlussfahrer im Einsatz gewesen? Ich war als Schlussfahrer im Einsatz. Da ist, das ist die stressbefreiteste Rolle und na, das hat gut gepasst. Und ich fahre sonst immer so schnell. Aber wieder sehr viele Teilnehmer am Start, auch beim Wandern. Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Wanderer sind. Ich habe die Listen noch nicht so genau angeschaut, aber es waren schon einige, die auch gewandert sind. Und ich finde das ganz toll, dass echt für jeden Wandern, Laufen, Radeln, E-Biken, für jeden was dabei ist. Und es hat eigentlich keiner Ausrede, dass er nicht dabei ist. Und wenn er nicht dabei ist, hat er die Möglichkeit, sich noch freizukaufen. Frei zu spenden. Insgesamt 4.800 Euro sind durch diese Veranstaltung zusammengekommen und alle freuen sich schon auf das nächste Mal.